Meine sehr geehrten Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren Let's Play von The Resident Evil. Mein Name ist Sabana, das ist mein Kanal und vergisst nicht zu abonnieren und zu liken und auf jeden Fall auch zu kommentieren. Also dann Leute, jetzt haben wir wieder eine normale Stimme. Moin Leute, wir werden heute weiterzocken, wir werden jetzt, Moment, wir werden noch das Farbband wieder in die Kiste hineintun. Und dann werden wir doch das Holzsiegel da hineintun, wo das Goldsiegel ist, und dann das Goldsiegel dort hinein. Ach Moment, dort hineinstecken, wo wie heißt es? Das Holzsiegel zuvor war. Wenn ihr versteht schon, ne? Moment, haben wir hier noch irgendetwas, was wir mitnehmen sollten? Eigentlich nicht. Das Gewehr ist voll. Wir haben Moon dabei. Hier war leider das Kerosin-Teil schon leer, aber wir haben noch genug, um einen Zombie zu verbrennen. Obwohl mittlerweile das Haus ja doch ziemlich sicher geworden ist, seitdem wir wissen, dass wir die abfackeln müssen. Ja, dann wollen wir nochmal einmal schön in der Almgalerie vorbeigehen. Nur so aus Interesse, hier oben die Frau auf Höhe der unseres Charakters, das ist Oma Silke. Die war mit Sir Graveyard tatsächlich verheiratet. Hier wurde Sir Graveyard auf dem Bild hier, wie wir sehen, hier wurde er zum Sir getauft und missioniert, sage ich jetzt mal einfach, keine Ahnung. Also, ja, dann haben sie uns hier dieses wunderschöne Haus vermacht und haben aber nichts erwähnt davon, dass hier irgendwie alles voll mit Zombies ist. Aber gut, wir haben mit Sir Gravy auch wirklich zu tun gehabt. Er hat ja auch hier irgendwo in seiner Villa gewohnt und hier, wie wir jetzt schon gemeinsam herausfinden konnten, Zombies oder irgendwelche Forschung betrieben, wo wohl was schiefgelaufen ist. Auf jeden Fall gab es einen Ausbruch und dann haben sich die Menschen infiziert. Ja, und die Leute, die wir jetzt wohl die ganze Zeit killen, das sind wohl dann ehemalige Sicherheitsmitarbeiter und Wissenschaftler. Genau, hier oben haben wir ja noch einen Typen, den wir killen müssen. Das werden wir später machen. Wir werden das erstmal mit dem Siegel versuchen. Wir sind auch schon fast im Klavierzimmer angekommen. Einmal durch die wunderschöne Eingangshalle, die wir natürlich komplett umbauen werden. Obwohl wir eigentlich ja immer noch mit dem Gedanken spielen. Wir haben den fetten Diamanten gefunden. Wir haben ein Schild aus purem Gold. Behaupte ich jetzt mal einfach, dass es aus purem Gold ist. Ja, ich würde sagen, eigentlich jetzt reicht das schon. Das Haus können wir ja irgendwem verkaufen. Der kann sich ja dann um die Zombies kümmern. Wir kriegen das mit unserem Anwalt bestimmt irgendwie vertraglich hin, dass wir ihm das nicht direkt sagen müssen und so, also dass er dann uns das Haus nicht wieder zurückgeben kann. Ich denke, da gibt es ganz bestimmt einen Weg. So, boah. Oh mein Gott, mein Gott. Oh, cool, du benutzt das Ding. Ich habe es auf automatisch gestellt. Oh, Alter, ich bin hier komplett im Redefluss, ganz abseits, weil ich denke, dass das hier alles safe ist. Und es ist gar nicht safe. Komm, wir machen ihn aber platt. Ein Schuss hat gereicht, oder was? Mal sehen, wir laden nach. Ist er echt tot? Mann. Boah, ich habe mich eben so krass erschrocken. Derbe. Einfach derbe. Aber okay. Müssen wir jetzt gleich auch mal gucken, wo wir da als nächstes Kerosin herbekommen. Zum Glück war er nicht weiterentwickelt, sondern so ein normaler Zombie. Das ist schon ganz cool. Ist aber echt cool. Jetzt haben wir sozusagen noch zweimal diesen Elektroschocker. Ich weiß halt eben nicht, ob das vielleicht so intelligent ist, den Elektroschocker grundsätzlich auszusuchen. Vielleicht wäre es besser mit dem Dolch. Weil der Elektroschocker, den können wir vielleicht besser verwenden, wenn wir auf Zombies stoßen, die stärker sind. Ja. So, dann gehen wir doch ins Klavierzimmer und ja, ich bin mal sehr gespannt, was passieren wird. Okay. Ja, hier war ja der Gang und hier dürfte eigentlich schon unser Ziel sein. Mal gucken, können wir das direkt verwenden eventuell oder müssen wir das erst wieder rausnehmen wie beim Schlüssel? Okay. Okay, wie beim Schlüssel. Dann nehmen wir das doch an uns. Natürlich nehmen wir das Goldsymbol. Ach. Ach so, okay. Okay, also war das schon ganz in Ordnung. Kein Zombie, alles entspannt, zack, das Ding rein. Ja, es funktioniert ja easy. Ja, okay, hätten wir da, zum Glück haben wir das schon vorher gefunden, aber ich würde mal sagen, so die Leute, die das Holzsymbol vorher nicht gefunden haben, dass die da halt eben dann doch erstmal ziemlich viel durch das Haus laufen mussten, bevor sie das entdeckt haben. Tagelang gesucht.
Kann man hier nochmal Klavier spielen? Ein kostspieliger Flügel. Keine Ahnung, wie viel kostet eigentlich so ein Klavier in der Extraklasse? Keine Ahnung, bestimmt 10.000 oder viel mehr. Okay, nach oben ist ja eh eigentlich nichts offen. Aber ja, also so ein Klavierflügel ist bestimmt sehr teuer. Den können wir aber nicht mitnehmen. Ich würde sagen, so ein Diamant und so ein Goldschild ist besser. Ganz ehrlich gesagt, ich würde einfach sagen, das ist besser. Da bin ich ja mal echt gespannt, was jetzt passiert, wenn wir das hier einfügen. Und das Allerwichtigste ist, ob wir es dann wieder rausnehmen können für später. Ja, vielleicht können wir das ja noch prüfen. Die Außenränder sind aufgrund der wiederholten Einpassung ganz abgenutzt. Okay, das war auch bei dem anderen zu sehen. Okay, das hat nichts. Ach ja, Moment. Nein. Ach, ab und zu ist die Steuerung ein wenig verwirrend. Moment. Jetzt verwenden wir es. So. Die Uhr. Ach. Okay. Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Anscheinend können sie die Räder im Uhrwerk drehen. Ausprobieren. Wollen wir das wirklich ausprobieren? Warte, wir sind jetzt oben auf der 12, glaube ich, mit dem Zeiger und da steht ein Helm. Wenn wir jetzt weiter drehen, sind wir auf dem Schild. Wollen wir das mal einfach versuchen? Welches Rad möchten Sie drehen? Das kleine? In welche Richtung auch noch? Okay, nach links. Weiter drehen. Es passiert nichts. Vielleicht hat es etwas mit dem Helm, dem Schild, dem Schwert und der Rüstung zu tun. Ey, wir brauchen hier auf jeden Fall einen Hinweis, wenn wir jetzt uns hier durchprobieren. Warte mal, vielleicht ist das Gemälde. Ein Bild von zwei Rittern im Kampf. Das kurze Schwert steckt in der Brust des einen Ritters, das lange Schwert hat den Kopf des anderen durchbohrt. Okay, also es ist ein kurzes Schwert, was sozusagen den Typen unten getroffen hat. Das könnte ja vielleicht eine Rüstung sein. Und das andere war der Kopf. Und dann stehen da insgesamt 5 Leute oder vielleicht sind es auch 6 Personen, die insgesamt im Bild sind. Aber so aus dem Bild heraus, ganz ehrlich gesagt, so... kann ich jetzt keine Rückschlüsse ziehen? Warte, vielleicht nochmal dieser Satz, der da vorher stand. Wenn die beiden einander erstochen haben, okay, wie auf dem Bild, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Okay, das macht keinen Sinn, okay. Das ergibt keinen Sinn. Nee. Wir müssen irgendwo eine Tür haben. Vielleicht diese eine Tür, ganz am Anfang, wo wir die Frauenstimme gehört haben. Da wollte ich... Ich wollte die eigentlich die ganze Zeit umgehen. Weil ich dachte mir, wir haben bisher noch keinen weiblichen Zombie gesehen. Und, ja, das wäre schon ziemlich hart. Weil ich glaube ja, das ist dann die Brutmutter. Oder sowas in der Art. Die Zombie-Mutter. Wir wollen da nicht hin. Was wohl auf der anderen Seite der Tür sein mag? Ja, gute Frage. Also das ist schon krass. Okay. Da müssen wir doch nochmal gucken. Also das war hier auch mit dem Schild, glaube ich. Oder Helm. Ja, also Schild und Helm, das sind die Schlüssel, die uns fehlen. Vielleicht müssen wir oben diesen Typen killen. Vielleicht sollten wir das probieren. Aber das sollten wir machen, bevor wir gespeichert haben. Weil vielleicht ist das auch Bullshit, ihn zu töten. Und... ja, ich weiß jetzt nicht, ob er ein normaler Zombie ist. Ich habe so die ganze Zeit das Gefühl, dass er halt eben mega viel aushält. Also oben rechts, da in der Mitte, diese beiden roten Türen, da wo auch das X ist, da kommen wir nicht mehr hin. Aber da haben wir zwei, aber die zwei roten Türen können wir nicht aufmachen. Das ist da, wo es rausgeht zu dem Hund. Und da haben wir dann nochmal so eine Stahltür gehabt, die konnten wir auch nicht aufmachen. Mal gucken, ob wir den Gang hier auf der Karte finden. Villa Untergeschoss. Vielleicht war ja da unten im Keller diese eine Tür, die wir vielleicht aufmachen können mit dem Schlüssel.
Da oben, da war das auch nicht. Moment, hier auf der ersten Etage. Also unten rechts die rote Tür, das war das, wo alles so, die Tür so irgendwie verklebt war. So, das sah irgendwie mehr so nach Spinne aus. Oben rechts, da konnten wir auch nicht, da haben wir den Kamin angezündet, genau. Da ging es auch nicht weiter. Da könnten wir ja mal gucken, wenn wir speichern, weil ich da auch nicht weiß, was für ein Symbol die Tür hatte. Und links auf der Seite, da ist safe, da haben wir nichts mehr zu tun. Da haben wir jede Tür geöffnet, die wir konnten. Hier rechts müssen wir auch nicht hin, hier links auch nicht. Also hier auf dieser Etage dürfte es eigentlich auch nicht sein. Außer vielleicht oben in der Mitte bei der grauen Tür, dass wir da vielleicht irgendwie, vielleicht kann man da mit dem Rüstungsschlüssel. Das machen wir aber auch als letzte Option. Warte. Im Obergeschoss, auf der linken nicht, auf der rechten Seite aber auch nicht. Das war dieses Zimmer, wo wir den Rüstungsschlüssel bekommen haben. Da konnten wir die Tür auch nicht öffnen mit. Bin ich jetzt aber hart am Überlegen. Wo? Nee, dann müssen wir diesen einen Typen jetzt killen, denke ich. Oder wir laufen durch die graue Tür. Aber ich würde sagen, wir versuchen dann den Typen. Ist egal, dann speichern wir nicht. Wir killen den. Ich weiß nicht, ob wir eventuell auf die Strohflinte für ihn wechseln sollten. Vielleicht können wir ja auch... Er war ja, glaube ich, nicht so schnell. Vielleicht können wir ihn doch mit der Pistole platt machen. Ich denke, das ist die bessere Wahl. Ja, Leute, dann drückt mir mal die Daumen, dass das funktioniert. Ich sehe schon, komm, das wird auf jeden Fall nicht so leicht, wie ich hoffe. Ja, müsste er eigentlich schon wach sein. Hier kann man ihn bestimmt platt machen. Hören wir ihn schon? Nee, okay. Das waren wir selber, okay. Er müsste hier irgendwo doch schon sein. Wo ist er denn? Hallo? Ich weiß gar nicht mehr, wie er... Ach, sitzt er wieder. Waren wir hier noch gar nicht? Er ist doch schon aufgestanden. Oder nicht? Er ist doch schon aufgestanden. Er verarscht uns. Er tut so, als ob er pennt. Hallo? Oder wir sind vielleicht gestorben. Oder wir haben ihn gar nicht aktiviert. Ah, wir haben ihn gar nicht aktiviert. Genau. Ja, ich bin ein bisschen nervös. Aber dann können wir hier die Pflanzen auch beide nehmen. Oh nein, was ist hier los? Was passiert hier? Okay. Ach, moin. Komm, wir nehmen die Pflanzen. Oh nein, siehst du, sie muss sich ja ducken und er kann weiterlaufen. Das ist nicht gut. Dann laufen wir lieber weg. Weg. Ah, hier wäre es wohl besser gewesen, hätten wir den Elektroschock genommen. Egal, wir werden ihn killen. Wir machen ihn platt. Wie viel hat er? Oh, der hat uns voll viel HP genommen. Hier, wir heilen. Er ist stark. Oh nein, und wir sehen nicht. Ah, Kamera. Nein. Komm, wir wechseln auf jeden Fall auf diesen E-Schocker. Vielleicht nehmen wir doch das Gewehr. Ist, glaube ich, intelligenter. Jetzt lauf weg. Was ist mit ihm? Der bleibt da stehen. Jetzt gehen wir dann wieder auf die Pistole. Ob er wohl tot ist? Nein. Jetzt ist er tot? Ja. Die Musik hat aufgehört. Moment. Okay, er blutet. Oh, verdammt, wir haben kein Kerosin dabei. Und er hat nichts. Er hat überhaupt nichts. Hier steht nichts. Ach, er hat nur Moon verschwendet. Hier kann man bei ihm überhaupt nichts machen. Scheiße, wir müssen ihn verbrennen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir das so schnell wie möglich machen, weil sonst lebt er ja wieder. Und das wird mir nicht passen. Aber ich denke, wir haben so bestimmt eine Viertelstunde Zeit oder so. Bei den anderen hat das ja auch mal... Aber dass man ihn nicht untersuchen kann... Okay. Ach, hier ist ja ein Dolch. Okay. Den nehmen wir doch gerne mit. Ist hier sonst noch was? Die Pflanze hat unter den Witterungseinflüssen gelitten. Ja, okay. Aber sie sehen eigentlich sehr gesund aus. Sie, so als ob sie Plan von Pflanzen hat. Die hat bisher nur eine einzige Pflanze erkannt. Die soll mir nicht so tun, als ob sie Ahnung hat.
Mann. Hier ist die Tür, okay. Wo finden wir Kerosin? Unten im Keller war, sozusagen im Erdgeschoss war Kerosin noch. Ja, ich denke, wir gehen dann hier mal rechts lang und versuchen nochmal draußen unser Glück. Ja. Gehen wir nach unten, erstmal vom Erdgeschoss. Ja, ja. Das ist auch, ist viel zu groß, das Haus. Du brauchst ja, kommst du hier machst hier voll Sport den ganzen Tag. Moment, ich muss kurz mal ins Esszimmer gehen. Ich hab was vergessen. So, irgendwie 10 Minuten später bist du im Esszimmer angekommen. Oh, man braucht dann für zu Hause so einen kleinen Minigolfwagen. Ich meine, mit dem Diamanten und mit dem Goldsymbol kann man das eigentlich finanzieren. Sollte eigentlich drin sein. Wir haben uns das Gemälde da eigentlich nie angeguckt in der Ecke. Ja. Ein Gemälde des Hauses hängt in der Finsternis. Okay. Hängt in der Finsternis? Und das, okay. Aber wie gesagt, also in diesem Haus sind nur Gemälde vom Haus fast. Eigenartig. Sehr eigenartig. Warte, waren hier nicht die ganzen Zombies? Ja. Natürlich waren hier die ganzen Zombies. Vielleicht sollten wir die Pflanze dann benutzen. Vorsichtshalber. Nachladen. Okay, da sind sie schon. Komm, dann warten wir hier. Ja. Ja, hallo, Herr Zombie. Oder sollen wir weitergehen und gucken? Lieber nicht warten. Okay. Ah. Okay, die sind aber sehr langsam. Aber wir brauchen Kerosin. Das ist auch scheiße. Weil wir haben gar nicht mehr so viel Kerosin am Start. Oh. Komm, wir fallen den Kopf. Schieß ihn in den Kopf. Schieß ihn in den Kopf. Das kann doch nicht so schwer sein. Jetzt trifft er seinen Kopf. Oder kann sie jetzt nicht einfach irgendwie ihm den Kopf kaputt machen? Können wir nicht eine Axt finden, mit der wir ihr dann den Kopf kaputt machen? Oh, sehr gut. Sie hat gehört. Sie hat gehört. Danke. Da kommt schon der Nächste. Oder? Nee. Ja. Zwei Stück. An denen laufen wir einfach vorbei. Das hat sich so schön angeboten. Laufen wir an dem einfach vorbei. Wow. Moment. Halt. Oh mein Gott. Mein Gott. Es ist auf jeden Fall scheiße. Jetzt kommt hier ein Hund. Wir wechseln auf jeden Fall auf die Schrotflinte. Also bisher kam der eigentlich fast immer, dieses Arsch. Und ein Hund, also wenn man Pech hat, der kann einen auch mit einem einzigen Treffer killen. Deswegen, wir brauchen auf jeden Fall unser Gewehr. Jetzt kommt er. Oh, sie killt uns. Nein, sie killt. Oh, sehr geil. Geil. Sie hat ihn übelst erwischt. Ja, Alter, er ist tot. Nein, er ist nicht tot, aber jetzt stirb, Junge. Alter, voll in den Arsch. Es überlebt keiner. Nee, es überlebt niemand. Boah, ich hatte so Panik gehabt. Aber geil, der hat uns nicht mal HP genommen. Also hier diese... Ja, mit Shot. Nee, das waren die Motten. Okay, das waren die Motten. In der Einbuchtung steht geschrieben, der Schänder des verfluchten Sarges. Ja, also da werden wir den Sarg irgendwie aufmachen. Mal gucken, ob die Tür aufgeht. Die Tür ist verschlossen. Steht hier nur. Ja, okay, die müssen wir dann anders aufmachen, also ohne Schlüssel. Ja, schade, wir haben echt kein Kerosin. Also egal, wenn wir hier vorbei müssen, dem Hund könnte man eventuell... auch vielleicht entkommen, wenn man da zur Tür hinläuft. Wobei, nein, wir müssen das Siegel da bestimmt reintun. Moment, wir wechseln wieder die Waffe. Und
laufen hier mal. Okay, nein, das funktioniert nicht. Das ist scheiße. Okay, sie verteidigt sich. Perfekt. Nein. Nein. Oh nein. Oh Mann, was tun die beiden denn da nur? Oh Mann. Ey, wir speichern mal vorsichtshalber. Ein bisschen sind wir vorwärts gekommen. Wir speichern mal lieber, ey. Das ist einfach knallhart.